Willkommen in Potters Bluff. So Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Potters Bluff Reviews und ein gesundes neues Jahr an euch alle, an meine Abonnenten und auch alle anderen. Ich wünsche euch Gesundheit und tolle Filme dieses Jahr und ja, seid halt glücklich, ne? Vorstellen möchte ich heute euch im neuen Jahr als erstes Lucy, das Steelbook zu Luc Bessons Film. Hier in dem formschönen Steelbook aus Deutschland. Wird hier geliefert mit dieser Banderole außenrum. Digital HD Copy ist wieder mal dabei. Ja, alles dabei. Hier, wer ihn noch nicht hat, kann ihn sich jetzt von mir runterladen. Das ist mein Neujahrsgeschenk. Bitte aber Danke sagen in den Kommentaren, wenn ihr das gemacht habt. Und viel Spaß mit dem Film. Zeige ich euch mal genau, wie das aussieht hier. Seht ihr Lucy, zur Hälfte, Scarlett Johansson, mit ganz vielen mathematischen Formeln und dem Schriftzug. Der Schriftzug, die Formeln und das Auge sind allesamt Hochglanz. Das zieht sich über das ganze Steelbook hinweg, mit der Rückseite auch. Und ich finde es wirklich ein geniales Steelbook. Ich gucke mal, ob ich das für euch reinkriege hier richtig. Ja, seht ihr die ganzen Hochglanzelemente? Wunderschön gemacht, sogar auf das Bein zieht sich das durch. Das ist doch ein Steelbook, wie man es haben will. Hier die Innenseite, schön bedruckt in mit Farbe, mit den Datensträngen, die Lucy dann im späteren Verlauf des Films rumschieben kann. Und hier ist die Blu-ray mit der Disc Art. Alles in allem ein sehr schönes Paket. Ich fand den Film, hat mich sehr überrascht. Ich habe nichts erwartet von diesem Film, nichts. Mich hat nur Luc Besson, der Name, reingelockt. Und ich fand den Film wirklich durchweg toll, spannend, cool inszeniert, wirklich tolle Ideen dabei. Tolle Action-Story hat mir gefallen. Luc Besson mal wieder in Höchstform. Das ist ein Besson, auf den ich lange gewartet habe. Er hat ja gesagt, er hat jetzt eigentlich keine weiteren Ideen mehr, aber ich hoffe, der Mann lässt sich noch was einfallen. Und naja, auf jeden Fall tolles Steelbook, kann ich nur empfehlen. Wer es noch nicht hat, holt es euch. Es kommt demnächst raus, ab 12. Januar, glaube ich. Das hier hat früher in einem gewissen Markt gelegen, was ich eigentlich etwas unfair finde, weil manche Läden, wie Müller zum Beispiel, die warten schön auf ihre Release-Dates, aber manche Läden, die legen es schon früher raus. Naja, was soll man machen? Für mich hat es gefreut, aber eigentlich ist es nicht richtig. Auf jeden Fall Lucy, toller Film, Luc Besson, Scarlett Johansson, Morgan Freeman wieder dabei. Ja, kann man nichts falsch machen. Das war es auch schon wieder für mein Unboxing. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Könnt einen Kommentar drunter lassen, wie ihr den Film fandet. Ich fand ihn auf jeden Fall super. Und könnt mir einen Daumen oben lassen, wenn ihr das gut fandet. Und abonniert mich und schaut mal meinen Kanal vorbei. Macht's gut.